Okay, immer noch nichts Neues. Moritz ist jetzt gerade beim Arzt, obwohl ich muss mal gucken, mein Handy hatte ich die letzten 2 Minuten nicht im Blick. Oh, nur was von Mama. Moritz ist jetzt gerade beim Arzt und es wird jetzt geröntgt. Da ist wohl so ein Knubbel auf der Schulter. Finde ich, klingt jetzt nicht so gut, aber ich kann, also ich habe jetzt alles hier erledigt, was ich tun konnte an Haushaltskram. Wohnung ist sauber, damit hatte ich schon angefangen, bevor das Drama losbrach. Dann war ich kurz eben weg, habe 2 Pakete weggeschickt und uns Essen besorgt, dass man auch gut mit einer Hand essen kann und schnell zubereiten kann. Und jetzt bin ich mehr oder weniger nutzlos. Jetzt würde ich eigentlich weiterarbeiten, aber ich denke nicht, dass wenn Moritz dann hier wieder ankommt und wahrscheinlich auch längere Zeit krankgeschrieben ist, dass er es dann geil findet, wenn ich hier anfange zu bohren. Und es ist aber jetzt hier die Scuddis-Platte jetzt, achso, ne, hier ist sie hinter mir, da unten, gestern gekommen. Und das ist noch vor der Mittagsruhe. Das heißt, ich werde jetzt mal eben schnell, ich habe schon angezeichnet. Das ist natürlich immer super, wenn schon eine hängt, ist das mit dem Anzeichnen viel einfacher. Werde ich mal eben schnell die 2 Löcher bohren und die da an die Wand bringen, damit dieser Teil erledigt ist. Gleichzeitig ist es auch irgendwie so, ich weiß nicht warum, das war auch schon so, als Moritz das Pfeifersche hatte, sobald man selbst hilflos ist und nichts mehr tun kann, und das kann ich ja jetzt gerade nicht außer warten, was jetzt passiert, muss ich irgendwas Hausmäßiges tun. Aufräumen, anbauen, sowas. Küchenschubladen sortieren. Ich weiß nicht, das war bei mir schon immer so. So, Bohrmaschine habe ich schon. Achso, da fehlt noch. Achso, ich bin auch auf Schrauben, ich Vollbirne. Mann, ich es hasse. Ich hasse nichts mehr als bohren. Okay, Schraube ist noch nicht ganz drin, da ist der Mann zurück und es sieht finster aus. Ich muss mich jetzt erstmal um mein Schätzchen kümmern und wir hören uns später wieder. Okay, ich bin jetzt gerade auf dem Sprung zur Apotheke, um Ibu 600er, die hatten Moritz verschrieben gekriegt, zu besorgen, damit, es ist gerade jetzt noch nicht so schmerzhaft, aber falls es das noch wird, wir die Nacht überstehen. Hechel, ich bin gerade durch die halbe Wohnung gerannt. Okay, kurzes Update für alle, die es interessieren, was passiert, wenn man mit einem schwer beladenen Rucksack mit dem Fahrrad einfach zur Seite auf die Schulter knallt. Dann passiert, dass man eine AC-Gelenksperrung sich zuzieht. Und das bedeutet, dass hier das Schlüsselbein, das geht hier so hin und da sitzt das am Schultergelenk, so ein bisschen mit verwoben und verstrickt, bricht dann durch und das Schlüsselbein geht hoch. Und dann hat man hier eine sehr unschöne Beule, wo der Knochen einfach mal hochsteht und muss aller Wahrscheinlichkeit nach, das wissen wir aber erst Dienstag, Mittwoch, also in 5 Tagen erst, operiert werden. Ich gehe jetzt Tabletten holen. So, etwas später am Tag. Hier köchelt schon ein Rindfleisch-Eintopf, den ich schon seit 3 Tagen versuche zu machen, aber immer kommt was dazwischen. Hier kommen gleich ein paar Gnocchi rein. Petersilie und Hitler-Doku ist natürlich auch mal am Start. Hörst du auf mich? Komisch, ohne Face-Track, jetzt ist man so gewöhnt, dass der eine, das tut er jetzt gar nicht. Ja, also wir sind mittlerweile wieder in einer normalen Abendroutine angekommen. Mit wir meine ich mich. Da ist das Exemplar. Findest du diesen Tag schön? Nicht, dass irgendjemand meinen QR-Code hier abscannt. Oh Gott. Was macht der denn eigentlich? Ich weiß nicht, vielleicht. Scan for more information. Ich denke, das ist ungefährlich. Ja, also kannst du den Leuten, also kannst du ihnen empfehlen, bei Regen Rad zu fahren? Ja, wenn man ja, wenn man nicht so quatschig fährt wie ich und aufpasst und nicht alles Pech hat in einer Sekunde, dann kann das funktionieren. Nicht Radfahren bei Regen. Ja, okay, wir warten jetzt bis nächste Woche, dann wissen wir, wie es damit weitergeht. Bis dahin, das zeigen wir jetzt nicht, steht ihm einfach mal irgendwo ein Knochen hervor. Und das ist so ziemlich das Letzte, was man sich an einem Freitagabend oder ansonsten irgendeinem Tag wünscht. Ja, wir kochen jetzt mal zu Ende und dann... Ja. Okay. Okay, der erste Tag mit AC-Gelenksprengung. Wirkt sich das mehr auf meinen Rücken aus. Ich muss mich hier mal eben hinhauen.
Oh. Okay, wir werden einkaufen. Oh, es tut so weh. Okay, ich glaube, ich habe noch nie eine so große New Yorker Tüte mit nach Hause gebracht. Aber wir haben uns überlegt, weil wir standen gestern vor ernsthaften Problemen, überhaupt irgendwas zu finden, was Moritz zum Schlafen anziehen kann, weil er nicht mit seinem, selbst wenn man den einen Arm durch hatte durch so ein Loch, dann kam der Kopf und dann zog das schon so an dem Schultergelenk, das ging dann auch nicht und beim zweiten Arm ging dann gar nichts mehr, weil das einfach hier so eine Spannung ja aufbaut. Und da wurde uns relativ schnell klar, dass wir riesige XXL-T-Shirts brauchen, Kapuzenjacken und so Träger-Tops, die man einfach irgendwie, wo man die so tief ausgeschnitten sind unterm Arm, wo man richtig gut rein kann. Also gab es heute einen Ausflug zu New Yorker. Aber für mich positiv, ich weiß nicht, wer meine Vlogs schon länger guckt, weiß, dass ich immer dieselben Jogginghosen trage. Also seit Jahren. Die haben hier so eine Seitendings, die sind unten eng und die sind einfach ideal und perfekt. Weil die nämlich, also erstmal das für mich Wichtigste, sie sind aus Baumwolle und ich hasse nichts mehr als Polyester am Körper zu tragen. Das finde ich ein widerliches Gefühl. Vor allem in der Hosenregion. Und sie haben halt den Fall, sie haben Taschen. Man kann da irgendwas schnell reinstopfen, auch so in der Wildnis, den Schlüssel, das Handy, irgendwas eben reinpacken. Und man kann, sie haben halt ein Band zum Zuschnüren, aber sie sind eigentlich so gummizugartig, dass man sie trotzdem so runterziehen kann, was auch praktisch ist. Ja, ich weiß, das ist recht ohmig. Und das Ding ist halt nur vor ein paar Jahren, also New Yorker hatte die immer und ich habe die da immer in verschiedenen Farben auch gekauft. Und vor ein paar Jahren hatten die ganz viele neue Farben und ich dachte so, boah, wie mega geil. Und habe irgendwie gleich 3 oder 4 verschiedene gekauft und dann zog ich die zu Hause an und merkte schon, es fühlte sich irgendwie doof an. Und dann guckte ich da ins Schild und dann waren die plötzlich alle zu 60% aus Polyester. Und das war ja gar nichts. Und seitdem gucke ich immer, wenn ich bei New Yorker bin, ob sie wieder das Modell, das ist halt der gleiche Schnitt, aber eben in Baumwolle haben. Und ganz selten hin und wieder haben sie mal meistens nur in Schwarz eine dazwischen hängen. Vor ein paar Jahren war es eine in Größe XS, wo ich gedacht habe, ist mir egal, das passt mir eigentlich nicht, nehme ich trotzdem mit. Und dann so stolz war das, weiß ich noch, in der Wildnis, weil ich da so viel abgenommen hatte, 8 Kilo, dass mir diese XS passt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Seit 2 Jahren habe ich die nicht mehr dort gefunden und alle, die ich hier habe, sind langsam echt durchlöchert. Halt vor allem da, wo man immer irgendwo dran zieht, unten am Bein oder hinten am Bündchen, da kommen dann irgendwann doch Löcher, wo die echt lange halten. Also ich habe welche, die sind schon 10 Jahre hier am Start und sind immer noch tragbar. Und dann gehen wir heute in diesen Laden, um für Moritz die Sachen zu holen und ich denke, na guck mal eben, ob da jetzt was ist. Und dann hatten sie diese Hose und ich habe ohne Scheiß, ich glaube, ich habe 4 Stück gekauft. 5, ich weiß nicht, 4 bestimmt. Oh mein Gott, das war der schönste Tag meines Lebens. Naja, okay. Also ein riesiger New Yorker Haul und jetzt habe ich mir hier gerade ein Stück Kuchen hin. Wir haben halt jetzt beide unglaublich Rückenschmerzen, weil Moritz natürlich super schief im Moment. So hier ist ja die Dings. Da tut einem natürlich auch der ganze Rücken weh. Mir tut ja sowieso nur noch der Rücken weh. Es ist ja in letzter Zeit so schlimm. Ich muss jetzt gucken, dass ich da ein MRT machen lasse. Übrigens, danke für den Tipp. Irgendjemand hat das letztens in den Kommentaren geschrieben. Und eigentlich sollte mir das klar sein, ja. Aber man wird natürlich von den Orthopäden, wenn man da hingeht, immer so vollgedüdelt von wegen, ja, musst du einfach die Übung machen, dann geht das weg. Und dann denkt man gar nicht daran, dass man vielleicht doch mal richtig gucken sollte. Weil die Ärzte es ja von sich aus nicht in Erwägung ziehen. Naja, aber das werde ich jetzt mal anleiern. Ja, und jetzt den Rest des Wochenendes, also ich habe jetzt alles erledigt, ich habe den Müll runtergebracht, wir haben den Einkauf erledigt, so dass wir jetzt hier beide nichts mehr groß zu tun haben. Ich muss morgen noch ein bisschen Badezimmer putzen und so. Jetzt können wir uns ein bisschen ausruhen, bevor dann die erste gemeinsame Woche nächste Woche startet. Jetzt bin ich ja hier nicht mehr alleine unter der Woche und muss auch zusehen, dass ich uns beide wieder gefüttert kriege. Das ist ja auch wieder neu. Es war jetzt ja doch eher so, dass ich so machen konnte, wie ich wollte, was immer ein bisschen einfacher ist im Alltag. Und Mitte der Woche erfahren wir dann ja, wie das mit der Operation ist und was da eigentlich ist und wann vor allem das ist. Das wird das beschissenste Osterfest aller Zeiten, so wie es auch schon das beschissenste Weihnachtsfest aller Zeiten war, weil sich ja Oma da 2 Rippen gebrochen hat an Heiligabend. Ich bin ja sehr gespannt auf meinen Geburtstag. Wahrscheinlich bricht sich da einer das Genick. So, es ist Montag.
Und ich habe Sport ausfallen lassen, wie Freitag auch schon. Freitag ging es nicht, weil Moritz da vom Fahrrad gefallen ist. Und heute ging es nicht, weil es zeitlich wieder nicht geklappt hat. Denn es steht diese Woche auch Quartalsbuchhaltung an und das wird alles Vorrang und überhaupt und keine Ahnung. Achso, übrigens, das hier die Strickjacke, die ich letztens irgendwann angefangen hatte und jetzt ist sie fertig. Sie ist so sehr kuschelig, das war eigentlich genau, was ich wollte. Und dann wollte ich eigentlich jetzt aufhören mit Strickjacken und solchen Späßen, aber jetzt habe ich natürlich eben schon wieder mein total verschmiertes Handy aktivieren. Eben schon wieder eine sehr schöne Anleitung gefunden. Floppte mir bei Instagram so ins Auge. Da ist es halt so, dass da ist an dem Rand, also an den Ärmeln, ist so ein Blattmuster, ganz ähnlich wie bei diesen Decken, die ich da jetzt fürs Wohnzimmer häkel. Konnte ich nicht widerstehen. Zumal die Wolle, die dazu gehört, auch sehr günstig zu haben war. Naja, das ist der aktuelle Stand hier. Ich arbeite ein bisschen und dann ist es jetzt noch 2 Tage, bis wir erfahren, wann und wie das mit der Operation für Moritz weitergeht. Wir schlagen uns so durch. Aber wir sind traurig. Dienstag. Ich muss mal eben hier Wäsche aufhängen. Wir haben hier keine Zeit mehr für nur Vloggen oder nur... irgendwas, das muss immer alles parallel verlaufen. Jede Menge Läppchen. Dienstag und heute ist MRT-Tag. Moritz ist gerade ins Taxi gestiegen. Ich hoffe, das klappt alles. Er hatte so einen Beförderungsschein von der Krankenkasse, damit er da nicht bezahlen muss. Gewöhnlich hätte ich ihn jetzt natürlich gefahren. Die Sache ist halt einfach die, durch diese etwas unvorhersehbare Situation, die hier entstanden ist, durch diesen grauenvollen Gelenksprengungsbruch, habe ich natürlich insgesamt noch weniger Zeit zu arbeiten und noch mehr, also doppelt so viel im Haushalt zu tun, weil ich jetzt ja alles alleine mache. Und wenn ich jetzt noch ihn irgendwo hinfahren und da warten und wieder zurückfahren, dann verliere ich wieder über die Hälfte meines Arbeitstages. Und irgendwie, das geht jetzt einfach, ich muss jetzt irgendwie auch mal hier Land sehen. Ich hänge sowieso hinterher, Buchhaltung ist immer noch nicht angefangen. Naja, aktueller Stand also relativ unverändert heute, wird dann das Bild gemacht, das MRT. Damit, also es wäre natürlich viel cooler gewesen, wenn er damit heute direkt auch die Besprechung hätte machen können. Die kommt dann erst morgen und das Blöde ist dann natürlich, ihr seid ja schon 2 Wochen in die Zukunft. Aber morgen ist, also ist Mittwoch, Donnerstag ist dann noch normaler Tag und dann kommt das Osterwochenende. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass Moritz zeitnah auch einen OP-Termin kriegt. Und das heißt, er muss in dieser total scheißigen Situation mit dem hervorstehenden Knochen und ohne alles wahrscheinlich noch eine ganze Woche so weiter vegetieren, bevor überhaupt etwas passiert, was zur Besserung führt. Und das ist natürlich besonders für ihn keine schöne Aussicht. Also wenn es jetzt schon alles so grauenvoll ist, würde man sich natürlich wenigstens wünschen, dass es ein bisschen vorangeht und man irgendwie in absehbarer Zeit mit dieser Sache auch wieder abschließen kann. Aber ja, wie immer, schlechtes Timing ist ja meistens so, dass man solche Sachen, erstens ist es vor dem Wochenende passiert natürlich, an einem Freitag und dann natürlich auch noch vor dem Osterwochenende. Das ist jetzt blöd. Okay, war das jetzt doof, dass ich diesen genommen habe? Ich muss jetzt irgendwie alleine diesen Wäscheständer auf den Balkon wuchten und mein Rücken wird es mir sicherlich übel nehmen. Aber irgendwie muss das jetzt mal eben gehen. Schauen wir mal. Jo, da hat mich die Kamera verloren. Das war das. Ja. Schlückchen. Ja, also das ist wirklich irgendwie alles total scheiße. Anders kann man es nicht sagen. Ich freue mich allerdings so bescheuert, aber über was man sich halt freuen kann. Ich habe ja hier meine Bose-Box, ihr wisst ja, ohne die kann ich überhaupt nicht leben. Und die ist ja auch mein Ton für den Fernseher hier im Schlafzimmer. Und seit ein paar Tagen ließ sie sich nicht mehr laden. Ich habe echt alles versucht. Neustart zurücksetzen, in den Shipping-Mount setzen.
Verschiedene Ladekabel, Stecker, alles. Es ging einfach nicht, mit fast wahnsinnig geworden. Weil das ja so, ne? Man, oh Gott, ich bin so fertig. Das ist ja so der letzte Luxus ist, dass man zumindest abends im Bett. Ich meine, unser ganzer Ablauf ist jetzt hier ja auch völlig anders und blöd. Auch vor allem für Moritz mehr oder weniger erniedrigend. Ich finde es natürlich nicht erniedrigend, aber eher schon. dass ich, ne, ich muss ja jeden Abend halb ausziehen und anziehen und solche Dinge wie so ein altes Ehepaar. Und das ist halt, wenn dann alle in ihrer Kiste liegen und man dann da ist und seinen Fernseher anmacht und einfach mal gar nichts mehr tut, das ist schon so der Moment des Tages. Und wenn dann dieser scheiß Ton nicht geht, ich meine, klar kann ich auch den Fernsehton nehmen, aber diese Fernseher haben halt die blöde Eigenschaft, dass sie unglaublich ekelhafte Höhen haben und einen sehr blechernen Ton in der Regel machen, sodass jeder andere davon eben total genervt ist. Und wir haben ja, ihr wisst ja, wir haben zwei Schlafzimmer und gerade jetzt ist das natürlich super, wenn Moritz so fragil ist, dass er da alleine schlafen kann und ich da nicht irgendwie auf ihm rumrolle. Und wenn man dann diesen blechernen Ton hat und die halbe Wohnung mithört, ist das blöd und es ist natürlich auch viel schöner mit der Rose. Und wenn die dann nicht geht, dann hat mich das total aufgeregt, weil ich halt einfach nur noch, ich wollte einfach nur noch meine Ruhe. Naja, jetzt geht sie wieder und der Trick für alle, die jemals das ähnliche Problem haben, wenn die Rose absolut nicht lädt, könnte es wie bei mir die Ursache haben. Ich betreibe die Box in der Regel bei maximal 10-20% Lautstärke, also bei 10-20% von dem, was sie leisten kann. Weil ich halt nur ganz leise sie anmachen muss da im Schlafzimmer, damit ich das höre, die ist direkt über meinem Kopf. Und wenn man das immer so macht, führt das zu diesem Akkufehler. Und wenn man sie dann, bevor der Akku ganz leer ist und gar nichts mehr geht und sie Müll ist, also man sie in die Wartung schicken müsste, wenn man sie dann mindestens 10 Minuten bei einer Lautstärke über 50% laufen lässt, geht das danach wieder mit dem Laden. Frag mich nicht warum, habe ich noch nie gehört, so ein Quatsch. Aber ist so. Jetzt geht sie wieder und das hat mich so glücklich gemacht. Okay, keine Zeit lang mit euch zu quatschen. Ich muss jetzt erstens mal eben unsere Pizzakrümel wegfegen. Heute gab es eine Notfallpizza, weil vom MRT einfacher und schnell gegessen. Da muss ich runter und Wäsche abhängen. Dann muss ich dringend hier noch ein Cover fertig machen. Und wenn Moritz dann von seiner Höllentour heute wiederkommt, gibt es nochmal einen Kaffee.